Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Nacht gehe ich mal auf Fototour in Garmisch-Partenkirchen. Wir sind heute mit dem Wohnmobil vom Ammersee runtergefahren, um an der Skischanze oben einen Blick ins Tal zu werfen und vielleicht gelingt mir dann ja auch ein schönes Nachtfoto von Garmisch-Partenkirchen. Und morgen früh wird es wirklich interessant. Da wollen wir den hohen Gang in Ehrwald hochklettern. Das ist ein ganz leichter Klettersteig, um oben den Siebensee, oder heißt der Siebensee? Siebensee zu fotografieren. Siebensee, glaube ich, heißt der. Den wollen wir dann fotografieren, früh am Morgen, bevor die Gondeltouristen oben ankommen. Das wird eine spannende Aktion, weil Jürgen ist jetzt nicht so bergerfahren, aber ich werde ihn mitnehmen, leiten und gut auf ihn aufpassen. Genau, ich freue mich jetzt auf unsere Nachtwanderung, die ist jetzt relativ kurz, weil wir schon gerade unten geparkt haben, unten an der Skischanze, um dieses Foto zu machen, und richtig spannend wird es dann morgen früh. Also bleibt dabei. Ich zeige euch mal das Bild auf der mit der 14mm Linse. Die ragt einfach zu weit von links oben in meine Bildmitte hinein. Das gefällt mir irgendwie nicht. Und das ist das Bild auf 14mm. Gemacht habe ich das mit einer 25-sekündigen Belichtungszeit, 2,8er Blende auf ISO 400. Hier erkennt man wirklich was von den Schanzen und ich habe nicht die störenden Bäume rechts im Bild. Dieses Bild nehme ich mit einer 25-sekündigen Belichtungszeit auf, habe ISO 125 gewählt und die 1,7er Blende oder 1,4er? 1,4er Blende, weil das Objektiv das einfach kann. Kommt mir bei der Nachtfotografie extrem zugute. Auf dem Bild habe ich auch nicht zu viel Bildinformation. Ich habe die schön angeschnittene Skischanze, die von links oben in die Bildmitte reinläuft und gibt meinem Bild eine gewisse Führungslinie, die ja, mich einfach in das Tal hinunterführt. Also den Blick. Wichtig ist auch noch, ich habe manuell fokussiert und zwar unten auf die Lichter in der Stadt und ja, habe die Auslöseverzögerung von 2 Sekunden automatisch drin. Mache jetzt mein Foto und dann geht es wieder runterwärts. Super schade, dass man nicht hoch auf die Schanze kann, zumindest nicht legal. Und heute will ich es nicht übertreiben, weil morgen steht ja noch eine Bergwanderung an. Die will ich noch erleben. Ich konnte es jetzt doch nicht lassen und bin nochmal den Weg komplett hoch zum Waldrand gelaufen, um jetzt direkt unter der Schießschanze zu stehen. Und ich glaube, das ist das geilste Foto ever, was ich hier hätte machen können. Weil oben ist die Schießschanze so schön rot beleuchtet. Da scheint irgendein Rotlicht oben in der Kanzel da drin zu sein. Und die Rückseite dieser Schanze scheint irgendwie durchsichtig zu sein. Und das Rotlicht schimmert ja, irgendwie musterförmig dadurch. Also, das schaut echt geil aus. Und das Bild mache ich jetzt auch wieder auf einer 1,4er Blende und auch jetzt nur mal eine 10-sekündige Belichtungszeit, weil dann kriege ich noch ein, zwei Sterne mit drauf, die keine Strichspuren ziehen. Und genau, ISO 160 und sage jetzt go for it und ich mach's. Sieht gut ausbelichtet aus und da freue ich mich schon auf das fertige Bild daheim anzuschauen. Jetzt geht es wieder runter ins Wohnmobil. Jetzt machen wir uns für die Nacht fertig, weil in 4 Stunden stehen wir auf und gehen wandern bzw. bergsteigen und dann fotografieren am Siebensee. Siebensee. Mann, oh Mann. So Leute, jetzt geht's los. Wir haben 7 Uhr früh. Wir haben im Campingmobil hier geschlafen an der Talstation der Ehrwalder Bahn, also Gondelbahn. Und jetzt steht 1 Stunde Wanderung zum Hohen Gang bevor.
Und der hohe Gang ist dann ein Klettersteig, der sehr einfach sein soll. Ich war ja noch nie da. Den werden wir dann bezwingen. Und ja, ich hoffe, wir packen das mit dem Kamerarucksack. Jürgen ist dabei. Ist auch das allererste Mal, sagen wir mal so, in den Bergen am richtigen Klettern. Und ja, dann sollten wir am Vormittag schon da ganz easy peasy oben ankommen. Ach, die Stufen hasse. Wir sind an der Steilwand angekommen, stehen jetzt kurz vor dem hohen Gang. Der Weg hierher hat jetzt eine Stunde gedauert. Der Weg geht wirklich nur durch den Wald durch. Und der ist auch ganz gut in der Nacht zu machen mit einer Stirnlampe. Also für Fotografen, die möglichst früh oben am See sein wollen, die können problemlos diesen Waldweg in der Nacht mit Stirnlampe hochlaufen. Also ist gar kein Thema. Wenn man sich jetzt den Berg da hinter uns anschaut, ist das schon echt beeindruckend. Als wir da hoch müssen, ist schon krass. Aber okay, wird schon klappen. Heute ist der 1. Oktober und seit 3 Tagen gilt Tirol leider wieder zum Risikogebiet. Und man muss sich nach einem Urlaub in Tirol in Quarantäne begeben. Allerdings ist wichtig, Tagestouristen, die jetzt zum Beispiel zum Wandern, so wie ich, kommen, für die gilt die 48-Stunden-Regel. Also wenn man sich nicht länger als 48 Stunden hier in Tirol aufhält und keine Massenveranstaltungen besucht, braucht man keine Quarantäne einhalten. Bei uns ist sowieso easy. Wir haben im Wohnmobil geschlafen, sind oben auf dem Berg, die Hütten haben zu. Wir werden wenig Menschen sehen, hoffe ich zumindest. Von daher passt es. Aktuell jetzt sind wir im Klettersteig. Es gibt überall Seile, also es ist sehr, sehr easy bis jetzt, sagen wir mal, hochzulaufen. Ich mache jetzt nur eins, ich ziehe mir meine Gartenhandschuhe an, weil ich keine Kletterhandschuhe habe. Es ist einfach angenehmer, das kalte Seil anzufassen und sich da hochzuziehen, weil man einen schönen Grip hat. Jetzt werde ich allerdings mal mit der Insta360 One X filmen, mit der 360-Grad-Kamera, weil die einfacher zum Rausholen ist. Aufstieg über den hohen Gang war wirklich, für mich zumindest, relativ einfach. Der Jürgen hat es auch wirklich gut hingekriegt. Man braucht da kein Klettersteigset oder so. Man muss einfach Acht geben, sich an den Seilen halten, festhalten und dann ist man schon oben. Und dann wird man hier am frühen Morgen mit so einem Ausblick belohnt. Hier seht ihr die gezuckerten Bergspitzen. Die Berge spiegeln sich wunderschön im Wasser. Einfach Wahnsinn. Bei diesem Foto möchte ich jetzt auch den See glätten. Deswegen schraube ich da einen ND-Filter drauf. Und weil die Sonne schon die Bergspitzen anleuchtet, werde ich auch noch einen Verlaufsfilter draufschrauben, der einfach den Himmel etwas da oben abdunkelt. Aber zuerst kommt wie immer mein Filterhalter hier vorn drauf. Ist immer ein bisschen fummelig, den dran zu schrauben, aber passt. So. Dann habe ich einen sehr, sehr starken ND-Filter, mit dem kann ich dann auch relativ lang belichten. Ich werde manuell fokussieren. Stelle ich hier ein im Sony-Menü, suche mir mit der Display-Lupe mal hier diese Bergspitze aus, hol die mir ran und schaue ganz genau, was hier im Fokus ist. Hier bin ich wieder Autofokus. So sieht das doch sehr, sehr nice aus. Und die Einstellung lasse ich jetzt einfach so. Und ihr seht, ich bin jetzt hier auf 1/50. Und wenn ich dann den ND-Filter reinschraube oder reinschiebe, haben wir es richtig schön dunkel. Jetzt muss ich entsprechend länger belichten. Dann gehe ich jetzt mal auf, was weiß denn ich, 4, 5, 6 Sekunden. Da komme ich der Sache schon näher. Der Bildausschnitt ist ja schon gewählt. Und hinter den ND-Filter werde ich jetzt noch diesen Verlaufsfilter draufschrauben. Seht ihr den Unterschied? Der ist oben recht dunkel und nach unten hin wird er durchsichtig. Den schraube ich jetzt nochmal drauf. Der dunkelt mir dann ganz schön den Himmel ab. Und diese Aktion erleichtert mir dann die Nachbearbeitung, weil ich kaum noch was nachbearbeiten muss. Blende 8 habe ich gewählt, fokussiert habe ich auch. Die Auslöse
Verzögerung wähle ich jetzt auch mit 2 Sekunden. Ist schon ausgewählt, alles klar, alles gut. Jetzt mache ich das erste Foto am See. Und so ungefähr werde ich das Foto machen, auf einer 16er Brennweite, dass die Berge einfach von den linken und rechten Seiten mittig einfach ins Bild reinlaufen. Wow, ist das schön. Es lohnt sich tatsächlich einmal um den See herumzulaufen und überall mal das Stativ aufzustellen, weil schau doch mal dieses Bergmassiv hinter mir an und es spiegelt sich so geil im See. Also ich bin echt begeistert. Dieser Sebensee ist einer der schönsten Seen, die ich jemals in Tirol gesehen habe. Also Wahnsinn, dass ich noch nie hier war. Das ist echt der Wahnsinn. Boah. Der Ausblick und diese Stimmung und die türkisfarbene Farbe des Wassers. Alter, was? Nein. Da hat wohl irgendein Kitty seine Drohne abstürzen lassen. Da ist sogar ein Label drauf, wem die gehört. Die schicke ich ihm zu. Sebastian, der wird sich bestimmt freuen. Du sollst sie wieder kriegen. Die Original DJI-Plakette ist die sogar. Oh Mann. Ich hab da einen Arsch auf meinem Bild. Auch hier bei dem Bild gilt für mich, Vordergrund macht Bild gesund. Ich schneide nämlich diesen Stein hier vor mir oder diesen Felsbrocken vor mir ab. Ich habe hier das Zoom-Objektiv drauf, das 1635. Sieht wunderschön aus, sie spiegelt sich richtig drin im Wasser. Wenn ich mich jetzt hier nochmal 100 Meter in die Richtung bewege, habe ich die Spiegelung von der Zugspitze komplett im Wasser. Das ist jetzt eigentlich mein Ziel. Und dann wird es wahrscheinlich weitergehen hoch zur Kobergehütte. Hängt von Jürgen ab, ob er Bock hat. Es kann auch nicht schaden, eine ganz, ganz bodennahe Perspektive zu wählen, damit man hier schön diese moos- oder algenbewachsenen Steine auch noch mit dem Bild drin hat. Wow, jetzt mit dem Polfilter wäre es halt noch geiler. Und so habe ich die Spiegelung perfekt drin von der Zugspitze. Ich könnte hier in der Tat Stunden verbringen, um den richtigen Fotospot zu finden, um Bilder zu machen. Am Ende werde ich wahrscheinlich auch hier 2 Stunden sein. Aber heute haben wir keine Hektik. Du bist aber gefräßig, du Kleiner. Reicht, finito. Von dieser wunderschönen Landschaft total angefixt,
haben wir uns jetzt entschieden, hoch zur Coburger Hütte zu wandern, um von da aus nochmal den Drachensee zu fotografieren. Der ist angeblich auch türkisblau, etwas kleiner wie der Sebensee. Aber da gehen wir jetzt noch hoch. Dann schauen wir mal, wohin uns die Tour heute noch führt. Vielleicht machen wir sogar einen Rundweg. Aber dann haben wir insgesamt 17, 18 Kilometer auf der Uhr. Mal gucken, ob wir das durchhalten. Das war unser Tagesausflug von der Ehrwalder Talstation hoch über den Hohen Gang zum Sebensee. Und jetzt sind wir von der Coburger Hütte noch die 100 Meter runtergelaufen zum Drachensee. Und dann schauen wir mal, dass wir wieder runterkommen, uns ausruhen und wieder die Heimreise Richtung Ammersee antreten. Wenn euch das Video gefallen hat und ich euch vielleicht motivieren konnte, selbst hierher zu kommen und ein paar schöne Landschaftsbilder zu machen, würde es mich natürlich freuen. Gebt mir ein Abo oder ein Like für das Video und dann sage ich bye bye, bis zum nächsten Mal, euer Sigi vom Ammersee. Du, ich rufe an aus Tirol und ich hab gehört, du bist da ganz berühmt für gute Drohnenaufnahmen. Wo hast du das ja gehört? Na, so aus Facebook und Instagram, aus den Posts. Die habe ich hier gefunden im Gebüsch, unten am See. Ich bin, Ach echt? Ja, jetzt ist sie wahrscheinlich irgendwann mal runtergefallen, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, die lag hier echt im Gebüsch unten am See und ich bin selber Filmemacher und YouTuber, ja. Und habe mir gedacht, ja, ich könnte dich mal irgendwie erreichen, die wieder zuschicken. Ich weiß aber nicht, wie lange die schon liegt. Wann war es nur filmen? Vor 3 Wochen oder so. Oh shit, jetzt geschneit ja. Die letzten Tage. Wenn du magst, schicke ich sie dir zu. Ich habe sie auf jeden Fall in meinem Rucksack drin. Und ja, dann schick mir mal eine E-Mail-Adresse mit PayPal oder sowas. Ja, habe ich da. Ich schicke dir mal meinen Kontakt zu. Aber ich würde mich... E-Mail-Adresse oder so. Du könntest mir einen Gefallen tun und dir mal meine Videos auf YouTube anschauen. Ich bin Filmemacher und Fotograf und freue mich über jeden Zuschauer oder über jedes Abo und ja, dann gerne, passt es schon für mich. Okay. Also mein Name ist Siegfried Eichhorn von Eichhorn Film und die Drohne hast du in den nächsten Tagen per Post daheim. Geil, oder? Geile Sache, ey. Super. Also dann schönen Tag noch. An bei dir. Jo, also dann bye bye Sebastian. Ciao. Bye, ciao.